Max Gianola, danke vielmals, dass Sie sich kurz Zeit nehmen für das Interview an dem Tag, wo es im Schweizer Eishockey ein grösseres Erdbeben gegeben hat. Reto Raffainer wechselt vom HC Davos zum SC Bern, wird dort neu Chief Sport Officer. Ist der HC Davos noch ein bisschen in Schockstarre ab dieser Nachricht? Ja, also beim HC Davos ist ja die Nachricht nicht gerade erst heute gekommen, sondern wir wissen, dass 3, 4 Tage, das ist auch nicht sehr lang. Darum sind wir auch ein bisschen überrascht gewesen. Aber Schockstarre ist ein bisschen übertrieben. Wir müssen uns neu ordnen, aber Schockstarre, davon würde ich nicht reden, nein. Beim HCD hat man gerade vor dieser Ära jetzt Raffainer wohlwollend. Man hat von einem längerfristigen Projekt geredet, das man machen will. Der Reto Raffainer war die zentrale Figur auch in diesem Projekt gewesen. Wie sehen Sie jetzt die Situation nach dem Abgang vom Reto Raffainer? Wie soll denn das Projekt jetzt weitergehen? Ja, also das Projekt würde ich dem auch nicht sagen. Also es ist der Hockey Club Davos und es ist eine Philosophie vom Hockey Club Davos. Und der Reto Raffainer mit seiner Crew hat übernommen, wo er ist. Und dort hat sehr viel Aufbauarbeit gegeben, die hat man gemacht in den letzten 1,5 Jahren. Da steht das Konstrukt, wo man darauf aufbauen kann. Also der HC Davos, der wird genau oder ähnlich weiter funktionieren. Es werden vielleicht andere Personen im Vordergrund stehen. Aber die Organisation geht nicht zusammen, weil jetzt der Reto geht, sondern der Reto hat das sehr gut aufgebaut und da kommt die nächste Person, die dann da reinschlüpft in die Rolle. Es klingt relativ einfach, dass man Reto Raffainer jetzt einfach eins zu eins eigentlich kann ersetzen und trotzdem die Aussenwirkung, gerade wenn so ein Aushängeschild einen Verein verlässt, ist relativ gross. Haben Sie Angst, dass das ganze Bild, das jetzt eigentlich wieder sehr gut aufgebaut worden ist, dass das vielleicht einen leichten Schaden nimmt? Also, auch da, ein Reto Raffainer in Person kann man ja nicht ersetzen. Das gibt es nicht zweimal. Es werden andere Personen kommen und die werden auch ihre Qualitäten haben und vielleicht auch so weniger gute Qualitäten. Aber was für Personen das ist, das können wir ja heute nicht sagen. Vielleicht gibt es dann ähnliche Charaktere und ähnliche Züge wie der Reto, der das sehr geformt hat. Vielleicht gibt es ein bisschen leiselige Personen, wo das weniger laut formend, aber gleich formend. Aber der HCD wird ja das Jahr 100-jährig und hat es vor dem Reto Raffainer schon gegeben und jetzt auch in den nächsten Jahren noch gehen. Wenn wir gerade kurz über die Zukunft reden, jetzt sind Sie relativ neu informiert, müssen sich auf Nachfolgersuche machen. Wie sieht das Profil aus vom Nachfolger? Ja, auch da, Profil. Wir haben jetzt mit heute, weiss das sehr schnell jede Person in der Schweiz, dass wir einen GM, einen Sportchef suchen. Vielleicht gibt es ganz ein anderes Profil in Zukunft, wenn man die Organisation HCD anschaut, mit dem Spengler Cup, mit dem Nachwuchs, mit den super Infrastrukturen, die wir haben. Das ist eine Möglichkeit, wie sich der Posten auch entwickeln kann. Vielleicht gibt es ganz ein anderes Profil, als was es heute ist. Das wissen wir heute noch nicht, wie das aussieht. Können Sie etwas sagen zum Zeitrahmen? Wie lange wird man sich Zeit lassen? Ist das etwas, wo man diese Saison schon abschliessen will? Oder ist das wieder etwas, wo man bis in Sommer, bis auf die nächste Saison planen, um da längerfristig umstrukturieren? Erstens haben wir ja keinen Druck. Der Reto Raffainer hat einen Vertrag bis im August oder im September. Er könnte die Arbeiten auch da weitermachen, wenn wir das wollen. Ob das so kommt, werden wir sehen. Die Arbeit wird jetzt anfangen mit der Sichtung von den Bewerbungen, die reinkommen, mit der Neupositionierung oder wie das Konstrukt dann neu könnte aussehen und dann die richtige Person suchen. Aber wir haben keinen Druck. Die Mannschaft für nächstes Jahr ist auf der Schweizer Position mehr oder weniger vollständig. Ausländer und die Trainerfrage ist noch offen und das werden wir mit dem Reto noch machen oder nachher in der Kommission ohne Reto. So eine andere Personale, die ich gerne ansprechen würde, steht auch beim SCB schon länger im Gespräch, der Johann Lundskog, der neue Cheftrainer werden könnte. Können Sie etwas zu der Situation mit ihm sagen? Plant man noch mit ihm in Davos? Ist man im Gespräch oder wie ist momentan der Austausch mit ihm? Ja, weil wir ja das Vorgehen so gesetzt haben, dass wir zuerst alle Schweizer Positionen machen, dann die Ausländer und Trainercrew. Und somit haben wir noch gar nicht geredet mit unseren Trainern und werden das aber in den nächsten Wochen machen. Beim Johann haben wir gehört, dass er ein Angebot hat von Bern und als Cheftrainer. Und das würde man natürlich verstehen, wenn einer den Sprung von einem Assistenztrainer kann machen zum Cheftrainerposten, dann muss er das unbedingt machen. Und dann würden wir auch die Position probieren neu und gleichwertig besetzen.
Und für die Trainercrew, dann müssen wir einen Assistenztrainer ersetzen. Auch ein Christian Wohlwend hat noch keinen Vertrag für nächste Saison. Ist man da in Verhandlungen? Ist man da näher dran, zu einem Abschluss findet es bald? Also eben, wie gesagt, wir haben die Folgerung so gemacht, dass wir mit der Schweizer anfangen, dann die Ausländer- und Trainerpositionen. Jetzt fangen wir an mit den Trainerdiskussionen und werden ihnen dann auch ein Angebot machen für eine Verlängerung beim HCD. Danke vielmals, haben Sie sich kurz Zeit genommen und weiterhin viel Erfolg bei den nächsten Challenges, die da auf der HCD zukommen. Danke vielmals.